Hallo Freunde und herzlich willkommen zu The Case of the Golden Idol. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wissen, dass der Anwalt Nicholas Marker heißt. Wir müssen jetzt langsam mal hier ein bisschen was machen. Alle Dinge haben wir uns schon angeschaut hier. Ich hätte nicht erwartet, dass jemand aus ihrer Familie ein rechtsgültiges Dokument auf diese Weise behandelt. Ich bin erschüttert. Der hat auch diese Verlesung dabei und diesen Rubin und so weiter. Ich denke mal, das müsste dieser Anwalt sein. Nicholas, wie heißt er? Nicholas Marker. Das heißt, es müsste eigentlich Nicholas Marker sein. Denke ich jedenfalls mal. So. Draußen hat man an der Tür dieses Wappen hier. Und da haben wir ja auch irgendwo was gesehen gehabt. Wo war denn das? Nee, hier war das. Das heißt, dieses Zeichen hier, das ist Batley. Wenn wir uns nochmal genau den Ding anschauen, Batley, das heißt, das müsste Peter Batley und Beatrix Batley sein. Das heißt, das hier müsste, denke ich mal, Batley sein. Aber Beatrix kann man ja hier gar nicht. Kann es eigentlich nicht sein. Ich hätte es gedacht, es müsste dann die Beatrix Batley sein, aber den Namen haben wir ja gar nicht. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Schauen wir mal uns diese Schriftstücke nochmal genauer an. Da haben wir lieber William Wright, liebe Rose Gopard. Nachdem du die Kolonien bereist hast und so weiter. Ich möchte, dass du deinen scharfen Verstand. Meine verstorbene Schwester. Ich überlasse dir den goldenen... Bla bla bla. Haben wir da auch was? Ich überlasse dir den goldenen. Ich möchte deinen scharfen Verstand. Meine verstorbene Schwester. Nachdem du die Kolonien bereist hast. Ja, da haben wir auf jeden Fall das hier. Nachdem du die Kolonien bereist hast, haben wir uns so selten gesehen. Ich vermache dir daher meine Ersparnisse, mein Land und das Anwesen in Blackfield. Komm nach Hause und errichte dort ein Museum zu Ehren. Interessiert an. Ich möchte, dass du deinen scharfen Verstand für etwas Besseres einsetzt als nur für Politik. Daher vermache ich dir meine astronomischen Forschungsergebnisse. Ich gestatte dir, sie zu vollenden und in unser beider Namen zu veröffentlichen. Und meine verstorbene Schwester, deine Mutter, hatte mir vor langer Zeit von deinen finanziellen Problemen erzählt und ich beschloss, dir zu helfen. Ich hinterlasse dir eine Sammlung meiner Denksprüche, um dein Leben die Orientierung zu geben, die dir so offensichtlich fehlt. Ach genau. Ich überlasse dir den goldenen Götzen des Xenopolis. Du wirst wissen, was du damit zu tun hast. Wenn wir jetzt nochmal Dings anschauen. Das hier. Ja, genau, da ist ja auch ein Dings drin. Das heißt, Albert Klausli und Mary Klausli sind auch schon tot. Sebastian Klausli, das haben wir ja schon gesehen, der ist tot. Und da hieß es ja mit Schwester, meine verstorbene Schwester, deine Mutter. Das heißt, nicht mit Peter Batley verheiratet, sondern mit irgendjemand anders verheiratet. Aber Peter Batley muss dann der Sohn sein. Und Peter Batley ist auch ziemlich verschuldet. Das heißt, halt, da wollte ich hin. Mein Verstorbener, deine Mutter, das müsste dann Peter Batley gewesen sein. Sonst hatten wir, was hatten wir sonst noch hier? Wir haben also ein Dings, William Wright und Rose Gubbard. Ist es auch noch gerichtet? William Wright und Rose Gubbard. Die waren ja William Wright, Partner und Rose Gubbard.
Verheiratet? Partner? Fragezeichen. Und da der Brief anscheinend an beide gerichtet ist, liebe Rose Gubbard, liebe Rose, lieber William. Lieber William Wright, liebe Rose Gubbard. Genau. Das ist also... Ja, es könnten aber auch über zwei verschiedene Briefe sein. Also William Wright und Rose Gubbard geht auf jeden Fall was. Das heißt, zwei ist auf jeden Fall Rose Gubbard und William Wright. Der dritte wissen wir aber nicht. Lieber Dings. Das hatten wir. Ich überlasse dir. Ich, Sebastian, bla bla bla, bin bei Stings, ernenne Nikolas zum Vollstrecker und meinen letzten Willen des Testaments, mein lieber Bruder Edmund. Der Grafschaft Beck bei bester Gesundheit, Funke, ernenne. Mein lieber Bruder Edmund, ja. Und Peter Bradley hat auf jeden Fall ziemlich viele Schulden. Gut, also das haben wir auf jeden Fall mal. Denksprüche. Lord Pierre für die Zwillinge. Und jetzt bin ich etwas gerade irritiert. Edmund Klausler Schröder erschüttert Parlament. Hier steckt das Taschenbuch. Werter Edmund. Das heißt, der müsste eigentlich Edmund heißen, oder? Weil der ja diesen Brief hat von Theo geschrieben. Das müsste also Edmund sein. Also das da müsste Edmund sein. Edmund. Wo haben wir den Namen denn gelesen gehabt mit Edmund? War der Edmund, das muss Edmund Klausli sein in dem Fall. Edmund Klausli muss das sein. Okay. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. So. So, mir ist zu Ohren gekommen, dass sie auf der Suche nach einem... Deshalb David Goren ist auf jeden Fall dann der Kutscher. Haben wir David Goren eigentlich? Ja, haben wir. Da haben wir Adam und James, klar. A und J. Hatten wir eigentlich auch von Namen her. A und J, Adam und James, genau. Adam und James. Da war aber nichts mit drin. Nee, die sind ja auch die Erben eigentlich. Und der Adam und der James scheinen Zwillinge zu sein. Und es kann, also einer ist Pferdepflege, der andere ist Stallreinigung. Das da war einer mit Tabak. Bereite die Kutsche für morgen vor, ich werde meinen Neffen besuchen. Edward Clashley. Das heißt, das ist entweder der Adam oder der Dings. Welcher Tag müsste man denn haben? Hat man da irgendwo einen Tag dran stehen? Also das müsste entweder der Adam oder der James sein. Pferdepflege, Stallreinigung, das heißt Stallreinigung wird da wahrscheinlich eher drin sein. Pferdepflege müsste eher draußen sein, denke ich mal. Stand da irgendwas mit 7. September? Halt mal, einer hat auch noch einen Schuldschein gehabt. Nicht Schuldschein, ein Dings. Das heißt, das könnte... Wir wissen, dass einer verschuldet ist.
Aber es könnte auch hier einfach rumliegen. Der Peter Battley. Den haben wir ja noch nicht gefunden. Hatten wir eigentlich nur... Wir haben nur einen Frauennamen drin. Das heißt Rose Gubbard. Dann müsste das eigentlich Rose Gubbard sein. Weil wir haben nur eine Frau jetzt eigentlich hier. Von daher kann das eigentlich jetzt nur die Rose Gubbard sein. Dann haben wir den Edmund Glausley. Dann fehlen uns noch die... Der... wie heißt er? Der... Edmund Glausley Hammer? Rose Gubbard Hammer? Dann fehlt uns eigentlich noch der William Wright und der Peter Battley. Das ist der Stalldings. Das heißt, einer von denen hier müsste eigentlich dann... Der hat auf jeden Fall das Ding bei sich. Der hat diesen Wettdings bei sich. Könnte dann sein, dass der hier... Der Dings ist Peter. Wie hieß er? Battley. Es könnte sein, dass er das ist, weil er ja den Wettschein hat. Aber ich bin da nicht hundertprozentig sicher. Ich setze ihn jetzt einfach mal rein. Ich habe nur Befehle befolgt. Unglaublicher Affenmensch. Gebrüder Pia. Eigentum der Gebrüder Pia. Der Gebrüder Pia. Und da haben wir ja Pia-Zwillinge. Genau. Das heißt, er oder er, beziehungsweise einer von den beiden ist das hier. Das ist eine Satteltasche. Ich denke mal, dann müsste er der Pferd-Dings sein. Dann müsste er, J, wie hieß er? Nee, das müsste David Goren sein. Der erfahrene Kutscher. Er müsste David Goren sein. Was habe ich denn da die ganze Zeit gesagt? David Goren. Goran, oder? Goran war's. Was habe ich denn da die ganze Zeit gesagt? Er ist der Kutscher, nicht der Stalljunge. So. Das heißt, er ist der Kutscher. Und es müsste James, beziehungsweise einer der Leute sein. Und er hat ein A drin. Das heißt, das ist der Adam Pia. Adam? Pia, da ist es. So, das müsste der Adam Pia sein. Gut. Ja, man merkt schon, jetzt zieht's an. Also die ersten zwei waren relativ einfach. Jetzt zieht's aber doch schon ziemlich an. Wer würde uns jetzt noch fehlen? Adam Peer. Der hier fehlt uns natürlich noch und er fehlt uns noch. Er ist... Ja, genau. Er hat diesen Dings an sich. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen. Ich überlasse dir den goldenen Götzen in Xenopolis. Wir wissen, was du damit zu tun hast. Das heißt, derjenige, der draußen hat ja Dings gehabt. Und er müsste einer der Erben sein. Ah, die Sammlung der Denksprüche. Die haben wir ja da unten liegen gehabt. Wen hat man nochmal als Erben? Edmund Glausley, Rose Gubbard, William Wright und Peter Battley.
Und da ich Dings hab, müsste das eigentlich der William... Verdammt. William... William Wright. Wright war's. Willard Wright sein, denke ich mal. Das heißt, eines da ist noch die Rose. Und eins an den Edmund Glossley. Warte mal. Hat nicht einer was dabei gehabt mit den Initialen EC? Nee, das müsste auf jeden Fall Edmund sein. Hatten wir nicht irgendwas mit Initialen? Ach ja, bereite mir die Kutsche für morgen vor, wir werden meinen Neffen besuchen, EC. Ja, das war nur das Jahr. Also das da müsste auf jeden Fall... Das da müsste dann auf jeden Fall der Ding sein. William Wright, wenn ich es richtig sehe. Dann haben wir eigentlich nur noch einen, wo umgekommen ist. Und das müsste dann... Warte mal. Wir haben Rose Gubbard, Edmund Glossley, Peter Dings, William Wright. Das sind die vier Erben. David Curran. Ist das dann James? Pia? Ja, das ist dann James Pia. Das ist der Einzige, der noch gefehlt hat. So, das heißt, James Pia ist auf jeden Fall, ja, spontane Selbstentzündung. Plötzlich starb James Pia durch spontane Selbstentzündung. Das hat man jetzt. Ich meine, den Namen haben wir jetzt fertig. Das Ding hier, das ist der William Wright. Der hat das ja auch gehabt, das stimmt. Tick. Andererseits, ich hätte eigentlich fast schon gesagt... Von dem hier, scharfen Verstand für Politik, weil er ja diesen Rubin hat, dass das was mit Politik zu tun hat. Das passt irgendwie nicht so richtig, oder? Hat das was mit Politik zu tun? Deinen scharfen Verstand für etwas Besseres einsetzt als nur für Politik. Also das da ist ziemlich sicher. Der William Wright hat auf jeden Fall den goldenen Götzen, aber da heißt es auch irgendwas mit Stehlen, den von zu stehlen, den Götzen von bla 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 zu stehlen. Das könnte sein, dass das eher hierher gehört. Aber von wem hat das dann gestohlen? Wir haben Rose. Ich glaube, der Edmund Glossley. Edmund Glossley ist ja er hier. Hat er, das sieht auch aus, als ob es da einen Kampf oder so gegeben hätte. Und das ist dann Rose Gubbard. Nein, das hat nicht gestimmt. Edmund Glossley und Rose Gubbard? Nö, auch nicht. Okay, jetzt rate ich gerade nur. Hat er es vielleicht doch den William Wright gegeben gehabt? Willard Wright? Dann müsste das aber Rose sein. Nö, auch nicht. So. Okay, man kann es natürlich auch auf Ausprobieren machen, ja. Also Willard Wright,
Hat er das Ding gekriegt? Der hat es auch in der Hand. Der Edmund Glausley. Scharfen Verstand für Besseres als Politik. Aber ja, klar. Wenn man das so sieht. Mit Parlament und so weiter. Ja, das muss der sein eigentlich. Und Bediensteten. Ja, das muss ja eigentlich so sein. Und Rose Gubbard ist anscheinend viel... Ja, klar. Sie ist viel in den Kolonien gereist, deswegen auch den Fächer und so weiter. Klar, logisch. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist es relativ klar. So. Dann habe ich, glaube ich, den Verdacht, den Götzen von Willard... Ach, Mann, wo ist es denn? Right. So. Den Götzen von Willard Wright zu stehlen. Befahl. Den Götzen von Willard Wright zu stehlen. Er befahl das. War glücklich verärgert. Könnte sozusagen sein. Das Erbe als... Also, das war... Dings. Als Erbe erhalten. Sebastian Glausley. Als Sebastian Glausleys Erbe zu erhalten und befahl den und den Götzen... den Piers, Adam und James, den Götzen von Dings zu stehlen. Er befahl ja zwei Leuten, das zu stehlen. Ja, verschone mich, ich habe lediglich Befehle befolgt. Genau. Also zumindest diesen Adam Pier hat dann den Befehl gegeben und wahrscheinlich auch den James Pier, den Götzen von Willard Wright zu stehlen. So. Aber wer hat es jetzt befohlen? Was zum Teufel? Ha, interessant. Welche unerwartete Wendung des Schicksals. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Irgendjemand war ja auch ziemlich sauer. Ja, ich glaube, jemand war sauer, hat das Ding zerhackt und so weiter. Und es müsste Peter Battley gewesen sein. Peter Battley war ja... Genau. Der war auf jeden Fall anscheinend sauer. Und hat das ganze Ding zerrissen hier. Das heißt, ich hätte gesagt, Peter Battley war... verärgert. Aber das ist irgendwie, was da passt irgendwie nicht so richtig. Peter Battley war verärgert, als Sebastians spontaner, als Sebastians Selbstentzündung Götzen Denkansprüche. Ja. Denkansprüche. Genau. Denkansprüche. Das war's. Die Denkansprüche waren es natürlich. Der hat ja die Denkansprüche bekommen. Peter Battley, von seinen Spielschulden geplagt, hatte große Hoffnung in das Testament seines Onkels gesetzt, als er feststellen musste, dass er nichts als ein Buch mit Denkansprüchen geerbt hatte, zerriss er das Testament und befahl seinen Bediensteten, den fremden Willard die goldene Statue abzunehmen. Unvermittelt ging einer der Bedienstete in Flammen auf. Genau, das war ja hier. Peter Battley war verärgert, Denksprüche als Sebastian Glaudlys Erbe zu erhalten. Genau. Zurück zur Szenenwahl. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel 2, das verfluchte Erbe.
Sehr schön. Damit haben wir jetzt 3 Kapitel mal fertig. Dann haben wir noch weitere 3 Kapitel und es scheint noch weiter zu geben. Weitere Szenen. 3 weitere Szenen für Kapitel 2. Alles klar. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis morgen dann. Tschüss.